wünsche einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum heutigen Webinar Kleines Konto, Großtraden mit Mario Lüdemann. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto und ich begrüße Sie im Namen von FX Flat und CapTrader. Bevor ich jetzt an den Mario übergeben darf, müssen wir uns trotzdem einmal den Risikohinweis wie immer anschauen. Dieses Webinar dient nur zu Schulungszwecken. Bitte auf gar keinen Fall als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen. Sie müssen Ihre eigene Entscheidung treffen. Das bleibt wichtig und muss immer erwähnt sein. So, dann Mario, übergebe ich sehr gerne den Bildschirm und bin sehr gespannt und wünsche viel Spaß an allen. Ja, dann begrüße ich auch alle recht herzlich zum heutigen Webinar Kleines Konto Großtraden. Ich muss gerade noch den Bildschirm auswählen. So, ich hoffe, ihr könnt den alle sehen. Ja, um was geht es hier heute? Ich selber habe ja vor 4 Jahren zum ersten Mal den Vortrag an der Fachhochschule in Frankfurt im Rahmen der Investment und Business Days gehalten. Kleines Konto Großtraden ist ein Riesenerfolg geworden. Nicht nur damals, als ich ihn das erste Mal live gehalten habe. Zwischenzeitlich habe ich viele, viele Vorträge quer durch Deutschland gehalten zu diesem Thema. Darüber hinaus bei Facebook bzw. bei YouTube mehr als 160.000 Trader und Investoren, die sich zwischenzeitlich auch diesen Vortrag angeschaut haben. Dann haben wir ein Jahr später überlegt, wie können wir das Ganze, was wir dort gemacht haben, also im Vortrag, dann ins Praktische umlegen. Das heißt, ich habe ja vor gut 20 Jahren selber mit einem 5.000-Mark-Konto damals angefangen und wir haben uns entschlossen, eine 10-teilige Webinarreihe seinerzeit zu machen und zwar genau zu erklären, wieso, weshalb, warum gehe ich denn überhaupt in Trades hinein? Welche fachlichen Dinge muss man als Trader bedenken, vor allen Dingen, wenn man ein kleineres Konto hat, haben das Ganze dann über 10 Wochen oder 12 Wochen laufen lassen, haben die einzelnen Trades dann auch genau besprochen, wieso, weshalb, warum gehen wir da rein, wieso verwalten wir die so, haben jedes Mal diese Dinge dann besprochen, dann haben wir 2 Jahre später das Gleiche nochmal gemacht. Und jetzt sind wieder 2 Jahre vergangen. Das heißt, wir starten im Oktober dann jetzt zum dritten Mal mit kleines Konto Großtraden. Auch das letzte Mal schon in Zusammenarbeit mit FX Flat und CapTrader. So auch diesmal wieder. Was erwartet euch heute Abend? Wir haben 2 wichtige Punkte, auf die wir hier im Vorfeld, bevor es dann im Oktober losgeht, als Themen für heute angesetzt. Das eine ist, wie sieht mein Arbeitsalltag als Trader aus? Und wie sieht der vor allen Dingen aus, wenn man vielleicht ein kleines Konto hat, das aber großtraden möchte? Wie sieht es mit zeitlichem Aufwand auf, und solche Dinge? Und dann als zweites natürlich werden wir auch heute darauf eingehen, wie findet man überhaupt einen Trend? Wie sieht so ein Trend aus? Nicht nur in der Theorie, sondern auch in der Praxis. Das sind heute die beiden Schlüsselpunkte, um die es hier heute geht. Okay, dann starten wir auch sofort dann mit der Präsentation. Risikohinweis habt ihr vorhin schon gesehen, hat der Nelson schon vorhin angesprochen. Ist natürlich immer ganz wichtig, müssen wir natürlich auch immer vor jedem Vortrag, vor jedem Webinar, vor jedem Seminar immer zeigen. Kleines Konto, Großtraden. Auch dazu gibt es zwischenzeitlich auch ein Buch von mir, zwischenzeitlich auch in der zweiten Auflage. Dazu aber gleich mehr. Bevor wir auf die wichtigen Teile kommen, also was heute auch der Mittelpunkt natürlich ist des heutigen Webinars, also wie sieht mein Arbeitsalltag aus, wie sieht der für euch als Trader aus, wo ist vor allen Dingen der Unterschied zwischen dem großen und kleinen Konto, auch was das Zeitliche angeht, ein paar Worte zu mir für alle die mich vielleicht noch nicht kennen. Ich habe 1996 angefangen zu handeln, seit 1998 als hauptberuflicher Händler und seit etwa 15 Jahren verfolge ich einen markttechnisch orientierten Handelsstil. Der hieß damals noch Dow-Theorie, kommt von dort. Natürlich ist er weiterentwickelt, aber gerade durch das Buch von Michael Vogt, das große Buch der Markttechnik, hat sich dieser Begriff natürlich festgesetzt in den Köpfen der Trader und von daher heißt ja auch meine Facebook-Gruppe Markttechnik erfolgreich handeln. Ich selber habe darüber hinaus
viele Weiterbildungen gemacht, unter anderem zum lösungsorientierten Coach und systemischen Berater, aber auch Management-Trainer und sonstige Dinge, dazu gleich mehr. Wichtig, glaube ich, vor allen Dingen vor 4 Jahren auch die Gründung meiner Facebook-Gruppe, die ist zwischenzeitlich sehr, sehr groß geworden, gerade der Bereich Markttechnik ist immer noch sehr beliebt bei den Tradern und die Gruppe heißt halt Markttechnik erfolgreich handeln, wo wir regelmäßig den Wochenausblick auch präsentieren, aber eben auch darüber hinaus neue Videos. Wie ist das Ganze bei mir losgegangen 1996 mit der Telekom-Aktie, wie bei vielen anderen sicherlich auch, die sich damals mit dem Thema Börse zum ersten Mal beschäftigt haben. Mich hat damals inspiriert die Werbung von Manfred Krug, der war Schauspieler, Tatortkommissar damals. Er hat damals Werbung für die Volksaktie gemacht. Das war auch mein erster Trade. Zum Glück habe ich die Aktie gleich relativ schnell verkauft, habe sofort Gewinne von über 20% mitnehmen können und habe mir gedacht, naja, wenn es so einfach ist, so mehr oder weniger über Nacht 1000 Mark zu verdienen, dann will ich das auch. Habe dann allerdings 1996 und 97 feststellen müssen, so einfach ist Trading dann doch nicht. Und das hat vielleicht der ein oder andere von euch auch schon gemerkt. In der Theorie ist das alles sehr, sehr einfach. Wenn man aber in der Praxis ist, dann ist es ja nicht nur, dass wir immer wieder daran denken müssen, okay, wir müssen Handelssetups umsetzen, sondern wir müssen vor allen Dingen die richtigen Werte finden, wo gerade Bewegung drin ist. Wir müssen unsere Emotionen im Griff halten. Wir müssen darüber nachdenken, in welchen Zeiteinheiten wir handeln wollen und. Es gibt hunderte von Dingen, an die man als Trader denken muss. Und das habe ich früher natürlich auch alles nicht gewusst. Deswegen habe ich auch fast 2 Jahre gebraucht, um erst einmal in den Gewinn hineinzukommen. Allerdings ein Jahr später hatte ich mein Konto dann auf über 50.000 Euro oder damals Mark hochgehandelt gehabt und habe so hohe Renditen auf diese Summe erzielt, dass ich meinen Hauptberuf aufgegeben habe, um Daytrader zu werden. Und 1999 war dann prozentual gesehen auch schon mit Abstand das erfolgreichste Jahr, wo ich mehrere 100% Gewinn gemacht habe. Warum lässt sich das so schwer wiederholen? Also ich kenne einige, die das auch in den letzten 2, 3 Jahren auch geschafft haben, beispielsweise mit Bitcoins. Für mich war es damals die Zeit des neuen Marktes, die einfach auch für mich gespielt hat. Und das Ganze konnte ich dann auch für mich im Handel natürlich in Perfektion damals umsetzen als Daytrader. Ich habe sehr viel Arbitragehandel gemacht. Das heißt, ich habe einfach Kursdifferenzen in den Märkten ausgenutzt, beispielsweise zwischen Xetra und anderen Börsenplätzen, Frankfurt, München, Berlin, aber auch eben mit New York. Und 5 Jahre später, Ende 2000, Anfang 2001, war es dann soweit. Ich habe die erste Millionenmarke für mich knacken können und darüber freue ich mich auch heute immer noch, weil das ist eigentlich immer so dieser erste Schritt, weil man kennt ihr wahrscheinlich auch, wenn man sagt, naja, die erste Million ist die schwerste. Das ist auch einfach so, ist ja auch klar. Wenn man nur 5.000 Mark damals hatte, dann ist der Weg natürlich riesig. Ab da von einer zur nächsten wird es natürlich viel, viel einfacher. Ich habe gerade in dieser super, super aktiven Zeit von 1998 bis etwa 2007, 2008 durchschnittlich mehr als 5.000 Trades pro Jahr gemacht. Und das ist halt eine riesige Zahl, das muss man sich halt vergegenwärtigen, denn wenn man auch noch Urlaub und Krankheit abzieht, dann kommt man so auf circa 10 Monate Handelszeit, also circa 500 Trades pro Monat oder 25 Trades pro Tag. Gleich das mal mit euch ab, was ihr so im Trading macht, dann kriegt ihr schon mal ein Gefühl dafür, wie das aussieht, wenn man hauptberuflich handelt. Da kommt schon einiges an Trades zusammen, aber eben auch, weil ich natürlich nur auf ganz, ganz kleinen Zeiteinheiten damals unterwegs war. Also Trades beispielsweise im 5-Minuten-Chart wären für mich damals unvorstellbar gewesen, geschweige denn im Stunden- oder Tageschart, wo ich heute doch mindestens 50% aller Trades abwickel. Das Ganze habe ich 15 Jahre mehr oder weniger so gemacht, dass ich immer alleine gehandelt habe, bis auf eine Phase von 3 Monaten, wo ich das Ganze mal mit einem guten Freund zusammen gemacht habe. Dann habe ich allerdings für mich feststellen müssen, 2013, dass es doch sehr, sehr einsam ist, wenn man so als Trader unterwegs ist. Auch das kennt ihr vielleicht aus dem Handel, wenn ihr schon ein bisschen länger dabei seid. Im Freundeskreis damals hat es kein Mensch verstanden, was ich mache. Selbst heute ist es noch immer so, wenn
wenn ich gefragt werde, jetzt nicht gerade die direkten Freunde, aber im weiteren Bekanntenkreis, naja, wovon lebst du, wenn man dann erklärt, man ist Trader, dann verstehen die meisten halt gar nicht, was man wirklich macht. Deshalb war bei mir damals 2013 der Punkt, dass ich angefangen habe, zuerst einmal Börsenstammtische zu machen, quer durch Deutschland, und dann habe ich auch angefangen, Weiterbildung für mich zu machen zum lösungsorientierten Coach und systemischen Berater. Und habe dann festgestellt, okay, da ist auch Interesse, also auch bei den Stammtischen, habe dann angefangen, Coachings zu machen über mehr als 1,5 Jahre. So haben Nelson und ich uns auch damals kennengelernt in Köln bei so einem Trader-Stammtisch. Und er war eigentlich derjenige, der mich damals motiviert hat, auch Trainings in diesem Bereich zu machen, also auch Seminare. Argument damals, ein Coaching ist relativ teuer. Warum machst du nicht ein Seminar? So, und dann hat das Ganze fast nochmal ein gutes halbes Jahr gedauert, bis ich dann angefangen habe, mein erstes Seminar im Trader Hotel in Lohr zu machen. Und seitdem mache ich regelmäßig 8 bis 9 Seminare im Jahr, sowohl zum Thema Trading als auch zum Thema Investment. Meine Weiterbildung läuft seit 2013 regelmäßig, also so, dass ich roundabout 6 Wochen im Jahr auf Weiterbildung bin. 2016 dann eine Jahresausbildung im Steinbeiß-Institut zum hochschulzertifizierten Management-Trainer. 2017 dann ist mein Buch erschienen, Kleines Konto, Großtraden, wenige Monate danach sogar direkt in der zweiten Auflage. Wie gesagt, mehr als 160.000 Trader haben den Vortrag Kleines Konto, Großtraden zwischenzeitlich schon entweder online oder live gehört. Ich bin seit einem Jahr ausgebildeter NLP Master Practitioner und Wingwave Coach. Jetzt könnt ihr euch fragen, warum mache ich diese ganzen Weiterbildungen? Wir haben ja im Großen und Ganzen gar nicht viel mit Börse gemeinsam, könnte man meinen auf den ersten Blick. Es ist aber gar nicht so, denn diese Dinge haben natürlich Einfluss auf das Trading oder auf das Investment, weil es geht am Ende, und das wisst ihr selber eigentlich auch sehr gut, das eine ist natürlich zu wissen, fachlich, was ist wichtig, wie muss man traden, damit man langfristig erfolgreich ist. Aber der größte Teil dessen, was im Trading vorkommt, ist natürlich unsere eigene Psyche. Und das ist das größte Problem beim Trading, und das kennt ihr wahrscheinlich auch, egal ob man jetzt mit einem Trade weit vorne ist, wo man drüber nachdenkt, soll ich den Gewinn jetzt laufen lassen oder soll ich Gewinnmitnahmen machen, oder auf der anderen Seite, wenn der Trade gegen euch läuft, Verlustängste und solche Dinge. Und da helfen natürlich solche Ausbildungen, weiter mit seiner eigenen Psyche besser umzugehen. Wir machen dazu auch im Oktober beispielsweise auch ein Seminar zum Thema Psychologie im Trading, weil das einfach super, super spannend ist. Und als letztes haben wir 2018 zum ersten Mal Rendite Unlimited gestartet. Viele von euch waren auch sicherlich schon mit vor Ort. Das erste Mal in München, letztes Jahr im Sommer zur Fußball-WM, dann in Düsseldorf und das letzte Mal jetzt im Frühjahr mit 130 Teilnehmern in Frankfurt. Es ist eine super Veranstaltung, wenn ihr euch für das Thema Börse interessiert, Referenten live kennenlernen möchtet. Wir machen es immer 2-mal im Jahr, Rendite Unlimited, jetzt auch im Oktober in Berlin. Also wenn ihr da live dabei sein möchtet, die Tickets kosten für 2 Tage nur 99 Euro, weil es ein Selbstkostenpreis. Es geht darum, möglichst viel Content für euch bereitzustellen, um einfach zu sehen, Mensch, möglichst viele Menschen auch an das Thema Trading und vor allen Dingen auch an das Thema Investment heranzuführen. Zinsen gibt es ja so gut wie keine mehr an den Märkten. Wer mehr als 2% bekommt, der hat ja schon wirklich mehr als Glück gehabt. Und mit Investmentstrategien lassen sich halt sehr einfach 10% plus X realisieren. Ja, ja, und jetzt in 2019 haben wir die Unlimited-Reihe ausgebaut. Wir haben zum Beispiel nächste Woche Freitag zum Thema Investment in Frankfurt auch dort eine Tagesveranstaltung. Dazu findet ihr mehr bei uns auf der Webseite rendite-unlimited.de. Ja, und heute, wie gesagt, zweiter Teil unserer Vorstellungsrunde für die große Webinarreihe, die dann im Oktober beginnt. Kleines Konto, Großtraden 3.0. Wir machen das Ganze, wie gesagt, jetzt zum dritten Mal. So, und eines der wichtigsten Punkte sicherlich bei kleinen Konten ist eigentlich ein Ausspruch von diesem Herrn, den sicherlich viele von euch kennen werden, André Costolani.
Und ich kann ihm einfach auch nur zustimmen, denn am Ende des Tages ist es tatsächlich so, wenn man wirklich nur ein kleines Budget hat, also ob jetzt 1.000 Euro, 5.000, 10.000 Euro, dann wird man mit dem, was wir heute an Tagesgeld bekommen oder selbst wenn wir einen Sparvertrag haben, Versicherungspolice, Rentenversicherung mit, ja, ich sag mal 2, maximal 3%, werden wir halt 35, 40 Jahre brauchen, um dieses Kapital zu verdoppeln. Das heißt, wir kommen dann vielleicht von 5 auf 10.000 Euro in 30, 35 Jahren. Wenn wir allerdings rechnen, dass wir auch eine Inflation haben, die etwa gleich hoch ist, haben wir am Ende des Tages genauso viel Geld wie heute. Das heißt, wer wenig Geld hat, muss am Ende des Tages tatsächlich spekulieren oder traden. Und das muss aber jeder auch für sich selbst entscheiden, ob er das überhaupt möchte. Und damit ihr wisst, was euch erwartet bei kleinen Konten, Großtraden, machen wir hier dieses heutige Webinar, so ungefähr 45 bis 60 Minuten, damit ihr einfach einen Einblick bekommt, was wir so an Themen haben darauf. Die letzten Webinare zu dem Thema oder die beiden Webinarreihen waren halt sehr, sehr erfolgreich gewesen. Und deswegen hat auch FX Flat und auch CapTrader wieder gesagt, Mensch, wir sind wieder mit an Bord und wäre super, wenn du das Ganze hier auch mit uns machst. Ja, wie sieht mein Trading-Tag aus? Das ist natürlich am Ende des Tages das, was wirklich viele, viele Trader natürlich immer wieder interessiert. Und ich gebe da auch sehr, sehr gerne Einblick immer rein zu diesem Thema. Ich habe ja auch schon mal einen Vortrag zu diesem Thema gehalten. Wie sieht das Leben eines Daytraders aus? Und vor allen Dingen, darauf gehen wir heute dann auch ein, wo ist der Unterschied zwischen jemandem, der das hauptberuflich macht und dem, der das nebenberuflich betreibt. Denn ich denke nicht, dass jeder von euch, der vielleicht ein kleines oder auch ein mittleres Konto hat, Lust hat, jeden Tag sich 3, 4, 5, 6 Stunden mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und darum soll es auch gar nicht gehen. So, wie sieht mein Tag jetzt aus? Also, der hat sich in den letzten 20 Jahren sehr gewandelt. Also, ich habe früher aus dem Büro, was zu Hause war, heraus gehandelt, wie sicherlich auch viele private Trader, die anfangen. Mein Tag hat damals um 8 Uhr gestartet und war meistens gegen 22.15 Uhr, 22.30 Uhr zu Ende. Meistens mittags so eine Stunde Pause gemacht, aber am Ende des Tages doch 15 bis 16 Stunden, die ich mich mit diesem Thema auseinandergesetzt habe. Das ist heute, 20 Jahre später, komplett anders. Ich habe zwischenzeitlich ein Handelsbüro mit mehreren Mitarbeitern. Wir sind jetzt insgesamt bei uns hier im Handelsbüro vor Ort in Verl 5 Teilnehmer bzw. 5 Mitarbeiter. Wir machen regelmäßig Meetings, unter anderem Morgenroutine ist eigentlich der wichtigste Faktor, bevor es überhaupt mit dem Handel losgeht. Das heißt, wir schauen uns jeden Tag, wirklich absolut jeden Tag die Märkte an und zwar nicht nur in Deutschland und in den USA, wo ich den größten Umsatz mache und auch die größten Gewinne, sondern natürlich auch, wenn ich abends aus dem Handelsbüro herausgehe, was ist seitdem passiert, sowohl in den USA als auch in Asien. Welche Nachrichten sind aufgekommen? Wie sieht es aus? Wie ist das gesamte Umfeld? Wie fühlen sich vor allen Dingen auch die anderen Trader? Das heißt, es gibt so unterschiedliche Indikationen, auf die wir jeden Tag genau schauen, die hier auch spannend und wichtig sind. Da werden wir auch sicherlich den einen oder anderen auch vorstellen, damit ihr einfach auch mal ein Bild bekommt. Wie sieht es mit dem Angst- und Gier-Index aus? Welche Aussagekraft hat der? All diese Dinge, darauf werden wir zu sprechen kommen. Das heißt, bevor man mit Trading überhaupt anfängt oder bevor ich in den Trading-Tag einsteige, ist es erstmal ganz, ganz wichtig, genau zu wissen, was ist denn überhaupt passiert, seit ich am Vortag aus dem Büro herausgegangen bin? Welche Branchen werden denn jetzt überhaupt gespielt? Also was sind die stärksten Märkte? Was sind die stärksten Branchen? Was sind die stärksten Aktien? All diese Dinge schauen wir uns halt an. Mein Team bereitet das jeden Tag vor für mich. Wenn ich ins Büro komme, sind diese Dinge alle schon erledigt. Das ist auch schon der größte Unterschied zu jemandem, der neu anfängt. Da muss man die Handelsvorbereitung natürlich meist alleine machen, weil man hat ja im Regelfall niemanden, der einem hier hilft. Wie gesagt, wir haben hier vor
gut 2,5 Jahren das Handelsbüro hier in Verle eröffnet. Ich weiß noch, Nelson war damals auch bei uns bei der Einweihung mit dabei gewesen. Da waren wir, wie gesagt, der Jan Kringel, mein heutiger Büroleiter, war damals der Erste, der mit dazugestoßen ist. Der Kai war damals als Praktikant bei uns, zwischenzeitlich auch voll mit drin. Wir haben 2 weitere Praktikanten noch mit bei uns und auch noch freie Mitarbeiter, die uns zuarbeiten. Warum das Ganze? Nun ja, es geht um die Entlastung, weil wenn man alles selber macht, also alle die ganze Informationsbeschaffung, das Erarbeiten von Strategien, dann ist das natürlich sehr zeitaufwendig. Und wie gesagt, das ist so der große Unterschied. Als ich vor gut 20 Jahren angefangen bin, musste ich mir alles selber beibringen. Und natürlich habe ich auch Seminare besucht und habe versucht, Informationen zu beziehen aus Büchern. Internet war damals noch gar nicht, denn als ich angefangen habe, hat man Orders noch per Telefon aufgegeben. Dann 2 Jahre später kam BTX, dann haben wir darüber die Orders aufgesetzt und erst 1 Jahr später oder 2 Jahre später ging es dann los, so um die Jahrtausendwende mit Orders aufgeben übers Internet und auch, dass wir in der Lage waren, Short zu handeln. Das heißt also, die Tagesbeginn ist eigentlich bei uns immer derselbe. Das heißt, einer ist verantwortlich für die Morgenroutine in der Vorbereitung, herauszusuchen, okay, wo sind die spannenden Werte, die wir uns heute anschauen möchten, die ich auch im Trading dann mir genauer anschaue und wo ich Trades dann auch entsprechend umsetzen kann. Dann geht es in den Handel natürlich auch hinein. Mein Team wird aber weiter natürlich den ganzen Tag auch dann hier weitere Dinge machen. Dazu gehören natürlich auch Dinge wie beispielsweise Social Media, wie Facebook, was ihr ja hier auch seht, weil natürlich so Webinare wie heute Abend müssen natürlich auch vorbereitet werden. Auch da bin ich total glücklich, ein so gutes und starkes Team zu haben, was mich Tag für Tag unterstützt, sowohl wenn ich hier im Handelsbüro bin, aber auch wenn ich unterwegs bin, denn zwischenzeitlich sieht mein Arbeitsalltag so aus, dass ich etwa die Hälfte der Zeit im Handelsbüro bin und die andere Hälfte entsprechend auch unterwegs bin, wo ich Vorträge halte oder auch einfach nur auf Weiterbildung für mich bin. Seminare mache ich heute noch genauso viel oder genauso wenig wie vor 5 Jahren, als ich angefangen habe. Das heißt, es sieht immer noch so aus, dass ich 9 Seminare im Jahr mache, nicht mehr. Da hat sich also nicht viel getan. Das ist vielleicht 1 Seminar mehr geworden. Warum? Nun ja, ich glaube, es ist einfach extrem wichtig, dass man diesen Bezug zum Trading immer behält. Das heißt, es ist auch von der Einnahmeseite her natürlich total lukrativ für jeden, der sich mit Trading und Börse auskennt oder mit Investment auskennt, weil wir hier natürlich kontinuierliche Gewinne in den Märkten erzielen können. Und bis auf einen Praktikanten, der sich mit Börse erst in den letzten Wochen mehr beschäftigt hat, sind natürlich alle super interessiert und haben ihre eigenen Handelsansätze und Strategien, die sie natürlich auch im Tag verfolgen. Das heißt, wir haben wirklich ein Team vorne bei uns, die tagtäglich von morgens bis abends 8 Stunden am Tag zu viert alle Dinge vorbereiten, eure Mails auch beantworten. Also alles, was im weitesten Sinne mit Trading und Investment zu tun hat, wird hier dann bearbeitet, recherchiert, Strategien entwickelt und so weiter. Ja, und wie gesagt, mein Handelstag sieht im Prinzip ähnlich aus, wenn ich im Büro bin. Eine Hälfte des Tages ist Research, das heißt vom Screening angefangen, über Nachrichten lesen und dann natürlich das Ganze entsprechend auch umzusetzen. Wir handeln zum größten Teil, etwa 90% aller Trades, die ich mache, sind reine Aktientrades. Warum in Aktien und nicht in Devisen? Das liegt einfach daran, dass wir hier eine viel größere Auswahl haben, dass ich hier häufig wesentlich besser auch selektieren kann. Ich mache das seit über 20 Jahren. Ich habe über 55.000 Trades in der Zwischenzeit gemacht. Das heißt, hier fühle ich mich auch wohl, weil ich eben genau weiß, wie das funktioniert, der Handel mit Aktien. Das heißt nicht, dass man nicht mit Devisen, Rohstoffen, Indizes Geld verdienen kann, sondern es geht einfach darum, dass es das ist, was ich für mich gefunden habe, was mir extremst viel Spaß macht und ich auch weiß, worauf ich mich einlasse, weil ich diese Märkte halt sehr, sehr gut kenne.
Am Ende ist es so, und das wisst ihr auch, wenn ihr euch einen Index mal über 10, 20, 30, 40 Jahre anschaut, beim Dow Jones können wir bis zu 100 Jahre und mehr zurückgehen. Aktienmärkte steigen halt kontinuierlich an. Und das liegt natürlich dem nahe, dass man vor allen Dingen im Aktienmarkt eher auf der Long-Seite unterwegs ist als auf der Short-Seite. Denn wenn man weiß, dass Aktienmärkte langfristig steigen, dann macht das natürlich sowohl als Investor als auch als Trader hier sehr viel Sinn, auf der Long-Seite zu agieren. Und das ist natürlich auch gleich mit dem privaten Händler, der vielleicht mit einem kleinen Konto agiert. Auch da kann ich immer nur zu raten, hier in erster Linie auf der Long-Seite zu agieren, wenn ihr im Aktienmarkt unterwegs seid. Im Devisenmarkt sieht das natürlich etwas anders aus. Da hängt es ja am Ende des Tages davon ab, welches Devisenpaar vorne steht, also ob wir den Euro gegen US-Dollar handeln oder den US-Dollar gegen den Euro. Aber bei Aktien ist es sehr simpel. Schaut euch einfach Charts über einen langen Zeitraum an und ihr wisst, wovon ich rede. Es ist dort einfach viel, viel einfacher, auf der Long-Seite zu agieren. So, welche Dinge sind wichtig, sowohl bei mir als eben auch bei kleinen Konten? Grundsätzlich ist zwischen einem kleinen Konto und einem großen Konto eigentlich gar nicht so ein großer Unterschied, weil wir handeln im Regelfall die gleichen Märkte. Unterschied könnte sein, dass wenn man Indizes handelt, dass man mit einem kleinen Konto eher CFDs handelt, während man mit einem großen Konto eher Futures handelt. Das ist aber eher eine technische Geschichte, die am Ende auch so etwas mit Gebühren zu tun hat, aber im Großen und Ganzen ist das jetzt kein Ding, weswegen man sagt, ist das eine jetzt besser als das andere. Was die Vorbereitung angeht, gibt es natürlich schon gravierende Unterschiede. Wenn man mit großen Konten handelt, wobei groß natürlich auch für jeden was anderes ist. Für den einen sind schon 5.000 Euro groß, aber ich rede jetzt eher von Konten, ich sag mal so ab 20.000, 25.000 Euro aufwärts und dann geht es natürlich ganz, ganz weit. Ja, wir haben Kunden zum Teil, die wir betreuen, die 7- beziehungsweise 8-stellige Konten haben. Da muss man sich natürlich ganz, ganz anders vorbereiten. Das heißt, die Handelsvorbereitung, je größer ein Konto ist, desto mehr muss man sich und gewissenhafter muss man sich natürlich auf das Ganze vorbereiten. Vor allen Dingen, je kleiner die Zeiteinheiten sind, in denen ihr handelt. Das heißt, am Ende, wer auf Tagesbasis agiert, so wie bei kleinen Konten oder auch auf Stundenbasis, da ist die Handelsvorbereitung sicherlich auf Wochensicht viel, viel, viel geringer als jemand, der als Daytrader arbeitet. Das heißt, im Daytrading muss man sich einfach jeden Tag sicherlich 30 bis 60 Minuten vorbereiten, bis man alle News gelesen hat, bis man weiß, wie sieht das gesamte Umfeld aus, welche Indikationen gibt es. Ich rede hier nicht von Indikatoren, die man im Chart einblenden kann, sondern reine Indikationen, also wie sind die Großen gerade unterwegs, in welche Richtung fließt hier das große Geld. Das muss man natürlich wissen, gerade wenn das Konto größer ist. Auf solche Dinge muss man da achten. Aber wir werden natürlich im Rahmen von kleinen Konten genau auf diese Dinge eingehen, die auch bei kleinen Konten eben entsprechend wichtig sind. Also welche Indikationen müssen wir uns täglich anschauen? Wo findet ihr vor allen Dingen auch die Informationen? Weil das ist ja auch wichtig. Denn auch ein Unterschied zwischen kleinen Konten und großen ist der, wenn man ein kleines Konto hat, macht es durchaus Sinn, alle Dienstleistungen, die es greifbar sind, möglichst kostengünstig beziehungsweise sogar kostenneutral zu nutzen. Auch das habe ich in den ersten Jahren, soweit es ging, auch versucht. Und man kann heute natürlich viele, viele Dienstleister auch bekommen oder Internetseiten, die kostenfrei sind, die man einfach nutzen kann. Manchmal haben wir 15 Minuten Zeitverzögerung. Auch darauf werden wir natürlich eingehen in den Webinar rein. Also wo bekommt ihr diese ganzen Daten her? Zum Teil in live, zum Teil auch wie bekommt ihr diese Daten möglichst schnell dann entsprechend für euch. Wenn man das hauptberuflich macht, dann wird man im Regelfall eher sehen, dass man diese Daten zeitnah hat, also tatsächlich in Realtime. Zum Beispiel, wenn man Nachrichten nimmt über VWD, da bekommt man die Daten einfach sofort und kann dann entsprechend sofort agieren. Das heißt, hier schaue ich zum Beispiel jeden Tag nach, okay, wo bekomme ich denn die Nachrichten? Wie zum Beispiel als Privater kann man auf so Seiten wie Finanznachrichten sich
entsprechend die Daten heranholen. Screening-Prozess ist sicherlich eines der wichtigen Dinge überhaupt, denn wenn ich nicht weiß, welche Aktien ich handeln soll, dann kann ich auch gleich Indizes handeln. Der Unterschied zwischen Indizes und Aktien ist relativ einfach erklärt, warum der Anteil der Indizes bei mir sehr klein ist, die ich handle, und bei Aktien sehr, sehr groß. Indizes steigen halt im Schnitt um 6-8%. Und in Aktien, die in den Indizes hier enthalten sind, da haben wir häufig Bewegungen von 20, 30, 40, 50% pro Jahr. Das heißt, die Bewegung ist hier viel, viel größer. Und dann macht das sowohl als Daytrader als natürlich als Trader sowohl im Halbstundenbereich, im 15 Minuten, im 5 Minuten oder auch als Daytrader einfach viel mehr Sinn, hier aktiv zu werden. Das heißt, da ist es total spannend, genau zu schauen, okay, was interessiert euch überhaupt? Und dann werden wir da entsprechend auch in die Tiefe hineingehen. So, welche Grundlagen, welche Trade-Geschichten nutze ich hier zum Beispiel für den Einstieg in das Trading? Also was sind die Grundlagen und was sollte man handeln und was handle ich vor allen Dingen am liebsten? Es gibt unterschiedliche Trends und einige davon lassen sich in Perfektion am Ende des Tages handeln, andere zum Beispiel überhaupt nicht oder ganz, ganz schwer. Am beliebtesten sowohl bei Tradern als auch bei Investoren sind meistens die Aufwärtstrends. Warum? Diese verlaufen sehr kontinuierlich. Man kann fast sagen, so wie in Treppenform, weil es geht in eine Bewegung nach oben, es kommt zu einer Korrektur, es geht wieder nach oben, es kommt zu einer Korrektur. Man sieht also hier häufig diese typischen Bewegungen aus der Dow-Theorie oder aus der Markttechnik, die entsteht. Dazu habe ich gleich auch noch ein Beispiel. Diese Trends verlaufen häufig sehr, sehr lange. Also wenn ich alleine an den letzten Aufwärtstrend denke, die letzte starke Bewegung ist seit der Trump-Wahl, seit der Präsident Trump gewählt wurde, haben wir hier einen kontinuierlichen Anstieg, wo wir nur zweimal Bewegungen hatten, die oder Korrekturen, die etwas größer waren. Zum Beispiel jetzt auch in den letzten Wochen einmal. Aber der Markt hat sich jetzt von den Tiefs sehr, sehr gut auch wieder erholen können. Anders ist es in Abwärtstrends. Wir haben vorhin gesagt, in Aufwärtstrends geht es häufig stufenförmig, langsam, aber über einen sehr, sehr langen Zeitraum nach oben, während wir in Abwärtstrends es genau umgekehrt haben. Diese gehen häufig sehr dynamisch nach unten. Ist auch sehr einfach zu erklären, woran das liegt. Denn in einem Aufwärtstrend werden kontinuierlich immer wieder neue Positionen aufgekauft. Es gibt sehr viel Kaufdruck und so kommt der Markt nach oben. In Abwärtstrends oder wenn die Bewegungen nach unten gehen, die dann zum Teil sogar crashförmig sein können, ist es natürlich komplett anders. Das heißt, wir haben hier zum einen natürlich Händler, die kontinuierlich Shorts aufmachen, diese handeln. Das sind dann im Regelfall professionelle Händler, auch private, die das Ganze sehr professionell betreiben, aber natürlich auch viele private, auch mit kleinen Konten zum Teil. Das sind die einen, aber die andere Gruppe, und die ist viel, viel größer, nämlich derer, die Stops im System liegen haben. Das heißt, Trader, die zum Beispiel in einem Aufwärtstrend unter ihren Tiefs irgendwo Stops liegen haben, die müssen gar nicht markttechnisch orientiert sein, sondern grundsätzlich Stops im System haben. Und wenn jetzt der Markt fällt, werden natürlich diese Tiefs irgendwann angelaufen und dann werden diese Orders als unlimitierte Orders häufig in den Markt gebracht und dann gibt es diese sehr, sehr schnellen Abwärtsbewegungen. Das heißt, herauf geht es im Prinzip wie im Treppenhaus, wenn man die Stufen rauf geht. Abwärts geht es wie im Aufzug, nur dass es kein Aufzug ist, sondern dass es nur der Schacht ist und dass es einfach sehr, sehr schnell nach unten geht. Kann man in beiden Märkten Geld verdienen? Ja. Kann man im Abwärtstrend schneller Geld verdienen als im Aufwärtstrend? Ja. Man muss wissen, wie es funktioniert und am Ende ist das Handeln von Abwärtstrends am Ende sogar noch spannender, weil das Geld natürlich in ganz, ganz kurzer Zeit verdient wird. Stellt euch vor, der Markt steigt 2 Jahre um insgesamt 15-20%, dann kann der Markt manchmal, das haben wir in den letzten Tagen ja auch gesehen, plötzlich um 10%, aber in ganz, ganz kurzer Zeit fallen, manchmal sogar in wenigen Tagen. Das heißt, hier lässt sich sehr einfach Geld verdienen und wie man das Ganze umsetzen kann, das ist natürlich auch Teil der 10-teiligen Webinarreihe Kleines Konto, Großtraden. Dieser Bereich ist für Trendfolger am Ende des Tages der schwierigste Markt, nämlich Seitwärtstrends. Das heißt, im Seitwärtstrend oder in einem Seitwärtsmarkt
ist es häufig sehr schwierig. Trendfolgestrategien versagen hier im Regelfall. Das heißt, das ist der Bereich, an dem viele Trader scheitern. Das heißt, in einem Aufwärtsmarkt verdienen viele Trader Geld. In einem Abwärtstrend verdienen auch sehr viele Trader Geld. Und in einem Seitwärtsmarkt verlieren die meisten Trader Geld und manchmal sogar mehr, als sie im Aufwärts- oder Abwärtstrend gewonnen haben. Das heißt, wir sehen das sehr häufig, dass Trader Break-Even traden, obwohl sie schon ein, zwei Jahre dabei sind. Und dann muss ich auch mal sagen, ich kenne das aus eigener Erfahrung auch. Das liegt nicht unbedingt daran, dass das, was sie tun, das muss gar kein markttechnisch orientierter Handelsstil sein. Das kann auch ein komplett anderer Stil sein, wo es um Bollinger Bänder oder was auch immer geht, sondern es liegt einfach daran, dass eben Trendfolgesysteme in längeren Seitwärtsmärkten eher zu Verlusten führen. Das heißt, wir müssen uns immer sehr genau anschauen, und das tun wir auch, habe ich einen Aufwärtstrend, einen Abwärtstrend oder habe ich eine trendlose Phase, einen sogenannten Seitwärtstrend? Denn hier sollten wir als Trader am Ende des Tages halt nicht agieren. Woran erkennt man jetzt am Ende des Tages Aufwärts- oder Abwärtstrends? Ich sag mal, die einfachste Art, das zu erkennen, ist, dass wir sowohl steigende Tiefpunkte als auch steigende Hochpunkte haben. Das Ganze kommt aus der Dow-Theorie, ist also schon viele, viele Jahrzehnte alt, wird aber in der Markttechnik als Basis, als Grundlage genommen, um zu analysieren, habe ich erst hier einen Aufwärtstrend oder habe ich hier einen Abwärtstrend. Dasselbe gilt natürlich analog auch für den Abwärtstrend. Hier ist es nur umgekehrt so, dass wir auf der einen Seite fallende Hochpunkte haben und fallende Tiefpunkte. Als ich das erste Mal vor roundabout 15 Jahren in einem Buch gelesen habe, habe ich gesagt, das ist ja total einfach, das kann ich auch. Punkt ist am Ende gewesen, dass das in der Theorie komplett anders ist als in der Praxis. Denn ein Chart, und das habt ihr vielleicht auch schon festgestellt, sieht ganz anders aus, wenn man den live sieht, als wenn man so eine Grafik sieht. Und das sehen wir jetzt zum Beispiel auch, wenn wir auf das nächste Bild kommen. Ich habe jetzt einfach mal eine Aktie herausgesucht. Und wenn wir uns das Ganze anschauen, und wenn ich jetzt, das ist ja wichtig, was man jeden Tag als Trader machen muss, sich anschaut, habe ich hier einen Aufwärtstrend oder habe ich hier einen Abwärtstrend? Da würde man aus dem Gefühl heraus wahrscheinlich relativ schnell sagen, ja, es ist ein Aufwärtstrend. Und genau solche Bilder wie hier suche ich Tag für Tag, Woche für Woche, Monat für Monat, Jahr für Jahr. Ich möchte keine Werte im Depot haben, wo das nicht so sauber ist. Ich möchte wirklich ganz klar haben, und das werden wir auch machen, und ich werde euch auch genau erklären in der Webinarreihe Kleines Konto groß werden, worauf ihr hier achten müsst, damit ihr hier langfristig genau solche Werte findet, die kontinuierlich nur nach oben gehen. Das heißt, wir sehen hier ganz klar das, was wir in dem Bild vorhin auch hatten, ganz klare Trends. Wir sehen hier sehr schön eine sehr lange Aufwärtsbewegung. Wir sehen hier eine kurze Korrektur über wenige Monate, dann hier wieder eine lange Aufwärtsbewegung, eine kurze Korrektur, eine lange Aufwärtsbewegung, kurze Korrektur, lange Aufwärtsbewegung und dann nochmal die starke Bewegung. Natürlich ist das jetzt ein Monatschart. Wir könnten hier genauso gut einen Tageschart nehmen, einen Stundenchart oder einen 5-Minuten-Chart, je nachdem, was ihr am Ende des Tages auch handelt. Wichtig ist aber, dass die grundsätzlich mittel- und langfristig die Trends sauber und in eine Richtung gehen. Und wenn wir uns das hier anschauen, die Aktie war mal bei 10 Dollar etwa 2011. Wir sind jetzt im Jahr 2019, da stehen wir bei 100. Das heißt, eine Verzehnfachung des Aktienkurses. Wer damals mit einem kleinen Konto angefangen hätte und dabei gewesen wäre und es mitgenommen hätte, natürlich ist das jetzt auch kein typisches Bild, aber trotzdem, da muss man sich halt vorstellen, dann macht man aus 5.000 Euro, wenn man damit damals gestartet wäre, in entsprechend 8 Jahren eine Verzehnfachung, wären es halt 50.000. Und das ist eben das, was man im Zinsmarkt heute nicht erreichen kann. Konnte man eh auch in der Vergangenheit noch nicht, nur als wir noch 5, 6, 10% bekommen haben, waren natürlich nicht so viele für das Thema interessiert, wie wir das beispielsweise heute haben. Das heißt, hier ganz klar für mich, ich brauche erst einmal einen Trend. Das zweite ist, ich muss mich dann entscheiden, wie steige ich denn in einen Trade ein, und eine Möglichkeit ist das natürlich im Trendhandel zu machen. Wir werden uns viele verschiedene Einstiegsmöglichkeiten anschauen, aber eine davon ist halt dieser typische Trend, und auch das sieht natürlich in der Theorie wieder total einfach aus. Wir haben hier
diese Bewegung nach oben. Das heißt, wir haben hier steigende Tiefpunkte, steigende Hochpunkte. Was danach passiert, wissen wir im Regelfall noch nicht. Hier in der Theorie sah das alles total super aus und wir ziehen die Stops dann entsprechend unter den Tiefs nach. Warum? Wir wollen natürlich die Gewinne, die aufgelaufen sind, nicht wieder abgeben. Auf der anderen Seite möchten wir natürlich Trends, die über viele Stunden, Tage, Wochen oder sogar manchmal Monate laufen, natürlich auch mitnehmen. Das heißt, grundsätzlich ist die Idee im Rahmen der Markttechnik eigentlich immer dieselbe. Trends halten im Regelfall länger, als dass sie sich umkehren. Das nutzen wir aus, um hier beispielsweise im Trendhandel entsprechende Positionen einzugehen. Wir werden uns allerdings natürlich auch nicht nur diese Art der Einstiege anschauen und umsetzen, sondern natürlich auch Handel aus der Korrektur oder auch den Bewegungshandel, also wirklich ganz, ganz viele unterschiedliche Dinge, die wir bei uns im Handel auch nutzen. Auf der anderen Seite haben wir hier natürlich wie im Abwärtstrend auch, und das ist etwas, was wir ja im Juli und August auch in vielen Einzelaktien auch gehandelt haben. Auch davon sind wir natürlich, haben wir auch in den letzten Wochen natürlich auch immer wieder Beispieltrades bei uns in der Facebook-Gruppe gepostet. Ist natürlich hier abwärts geht es zum einen schneller, aber von der grundlegenden Technik her ist es auch gleich. Man braucht, bevor man einsteigt, im Regelfall, zumindest wenn man es markttechnisch macht, erst einmal fallende Hochs, gleichzeitig fallende Tiefs. Dann lässt man sich einstoppen ins System, setzt oben drüber den Stopp und geht dann im Prinzip diesen ganzen Weg weiter. Am Ende, und das ist ja auch das Spannende, wie sieht das Ganze wiederum in der Praxis aus? Auch hier bei der gleichen Aktie, wie gesagt, die wir uns vorhin im großen Chart angeschaut haben, jetzt hier im Tageschart. Für alle die, die sagen, naja, Tageschart ist halt meins oder auch nachher am Ende des Tages auch der Stundenchart oder der Daytrading-Chart, also Intraday. Auch hier sehr schön zu sehen, hier unten gab es ein Doppeltief, das zweite Tief war aber nicht tiefer als das erste. Das heißt, wir haben hier einen Trend bekommen und können dann, weil wir steigende Hochs und steigende Tiefs haben, in einen Trade entsprechend einsteigen. So, und dann geht es nur noch darum, Stop unter das Tief zu setzen und dann entsprechend die Stops einfach nur nachzuziehen. Am Ende werden wir natürlich dann auch irgendwann einmal ausgestoppt. Auch das gehört zum Trading dazu. Aber das ist dann am Ende zum einen erstmal ein ganz normaler Prozess. Zum anderen, und das ist auch sehr, sehr wichtig, dass das nicht nur ein komplett neuer, also ein komplett tagtäglicher Weg, den wir immer gehen, sondern dieses Ausstoppen gehört dazu, sowohl im Gewinnfall als auch im Verlustfall. Das wissen auch alle, die einen Trade eingehen. Emotional ist es aber trotzdem ein riesiger Unterschied für die meisten, denn nicht ohne Grund gibt es ja diese Auswertung auch der Broker und habt ihr selber ja auch gelesen, nicht jeder, der mit Trading anfängt, ist am Ende erfolgreich. Und das liegt nicht daran, dass derjenige sich nicht gut vorbereitet hat, nicht genügend Bücher gelesen hat oder Webinare angeschaut, sondern natürlich, man muss sich irgendwann auf einen Handelsstil festlegen und dann entsprechend traden. Und mit der Erfahrung wird es halt besser. Man muss Fehler machen, um besser zu werden. Das kennen wir aus allen anderen Bereichen auch. Wenn man Auto fährt und einen Führerschein damals gemacht hat, da ist man am Anfang vielleicht auch noch nicht so gut gewesen im Autofahren oder im Einparken. Oder als ich vor, ja, ist schon fast 45 Jahre her, mit Schlittschuhlaufen angefangen habe. Ich weiß noch, das war damals eine Vollkatastrophe gewesen. 3 Jahre später habe ich dann entsprechend Eishockey gespielt. Das heißt, auch da hat man natürlich diesen Lernprozess. Und 5, 6 Jahre später merkt man plötzlich, boah, man ist ja richtig gut auf dem Eis oder auch als Autofahrer und in jedem anderen Bereich auch. Aber der Anfang ist nicht so einfach, wie es auf den ersten Blick aussieht. Das liegt eben nicht daran, dass die Leute, die 5 Jahre dabei sind, plötzlich einen komplett anderen Handelsstil haben, sondern sie können auf einen riesigen Erfahrungsschatz zurückblicken. Und das ist halt wichtig. Ich kann da auch nur ein kleines Beispiel aus meinem Leben bringen. Als ich angefangen habe, hauptberuflich zu handeln, von 98 bis 2000, habe ich gedacht, ich bin der beste Trader oder gehöre zu den Top-Tradern. Das wurde natürlich auch dadurch natürlich geschürt. Wir haben sehr viele Incentive-Reisen, die ich gewonnen habe von den Brokern. Das gab es früher noch, dass man als Kunde, wenn man besonders gut gewesen ist, entsprechende Reisen auch gewonnen hat.
Und das hat das Ganze natürlich bei mir auch gefestigt. Und erst 2001 musste ich schmerzlich feststellen, dass ich im Trading gar nicht so gut war, wie ich damals gedacht habe, weil dann ist der erste Crash gekommen, der Zusammenbruch der New Economy. Und dann musste ich erstmal verstehen, wieso, weshalb, warum bestimmte Dinge funktionieren oder auch nicht funktionieren. Deswegen auch von daher ganz klar, dieser Erfahrungsschatz ist wichtig. Seitdem habe ich nach diesem Zusammenbruch der New Economy, also was ich an starken Rückgängen erlebt habe, habe dann natürlich, wie viele von euch, die schon ein bisschen länger dabei sind, auch erlebt 2008, Finanzmarktkrise, als die Märkte um 50% und mehr eingebrochen sind. Aber auch 2011 die Griechenland-Krise und 2015 die China-Krise. Das heißt, wir haben diese Einbrüche immer. Deswegen finde ich es auch ganz witzig, wenn man sagt, wir haben eine Aufwärtsbewegung von 10 Jahren, ja, seit der Finanzkrise. Aber wir haben auch danach noch zweimal Rückgänge von ungefähr 30% gehabt. Gut, dann gibt es natürlich noch neben diesem Erkennen, wie kommt man da, also wie erkennt man das, wie geht man rein, wie verwaltet man Trades, welche verschiedenen Setups gibt es vor allen Dingen, welche Exit-Lösungen gibt es auch, darauf werden wir natürlich zu sprechen kommen, weil das ist am Ende des Tages ja auch für uns als Trader wichtig, nicht nur, wenn ich ausgestoppt werde, sondern gibt es auch Sondersituationen, wo ich einfach sagen muss, oh, okay, hier macht es Sinn, Gewinne mitzunehmen. Und dann eines der wichtigsten Punkte, möchte ich die Bewegung handeln oder möchte ich den Trend handeln? Was wir uns bis jetzt angeschaut haben, ist ja dieser typische Trendhandel. Aber am Ende macht es zum Beispiel auch Sinn, darüber nachzudenken, will ich den Trend handeln, wo ich die Stops unter den Tiefs nachziehe oder will ich Korrekturen handeln oder will ich Bewegung handeln? So, und wenn man sich das Ganze anschaut, dann sieht man schon sehr schnell, Korrekturen sind im Regelfall kleiner als Bewegungen. Das kann auch nicht anders sein, weil ansonsten würden wir einen Trendbruch bekommen und dann hätten wir auch keinen Aufwärts- oder Abwärtstrend mehr. Das heißt also, es macht auch Sinn, wenn es zeitlich passt oder in der nächst kleineren Zeiteinheiten, anstatt im Tageschart, im Stundenchart, dann entsprechend zu schauen, ich handle vielleicht nur die Bewegung und dann aber auf der nächst kleineren Zeiteinheit. Das ist etwas, was wir bei uns im Büro sehr, sehr viel machen. Beispielsweise Analyse im Tageschart, aber Umsetzen des Trades dann im Stundenchart. Das heißt, im Tageschart handeln wir, sehen wir dann nur die Bewegung, die dann natürlich im Stundenchart der Trend ist. Oder im Stundenchart sehen wir den Trend und handeln dann die Bewegung dann entsprechend in der nächst kleineren Zeiteinheit vielleicht im 5-Minuten-Chart. Und wie man das macht, wie gesagt, das sind Dinge, über die sprechen wir dann natürlich in der Webinarreihe sehr ausführlich. Wir werden jedes Mal in jedem Webinar ein einziges Thema thematisieren, dort in die Tiefe gehen, nicht nur in der Theorie, sondern sofort an praktischen Beispielen und vor allen Dingen an den Live-Trades, die wir natürlich auch hier machen. Das heißt, das ist ja auch der Sinn des Ganzen, dass wir hier ein Konto kapitalisieren, wie bei den letzten Malen eben auch. Und dann darüber hinaus natürlich auch ganz klar sagen, okay, das sind die Trades, die wir gerne machen möchten, dann setzen wir die um, dann werden wir die Trades besprechen, wieso, weshalb, warum ist es hier zur Ausführung gekommen, warum gehen wir Market in einen Trade, warum gehen wir Limit in einen Trade, warum machen wir hier einen Bewegungstrade oder einen Korrekturtrade. Das sind alles Dinge, wie gesagt, die wir hier bearbeiten. Und hier sieht man auch nochmal den Unterschied zwischen Bewegung und Korrektur über einen recht langen Zeitraum. Und da ist es auch egal, ob das jetzt hier, wie in dem Beispiel der DAX ist, im Tageschart, es könnte auch genauso gut ein Stundenchart, ein 5-Minuten-Chart, ein Minutenchart sein. Wichtig ist vielleicht noch eine kleine Anmerkung. Wenn man anfängt als Trader, wird man sicherlich am liebsten möglichst kleine Zeiteinheiten traden, weil hier natürlich der erwartete Gewinn, die Chance auf einen großen Gewinn am größten ist. Aber, und das ist ganz wichtig, der einfachere Handel ist oder beginnt im Regelfall in den größeren Zeiteinheiten. Ich möchte dazu ein Beispiel bringen, auch aus den Statistiken, die wir sowohl aus unserem Handel, aber eben auch von Kunden haben. Die Kunden zum Beispiel von uns, die auf den Investmentseminaren sind, die sind durch die Bank erfolgreich. Warum? Weil es natürlich in großen Zeiteinheiten sehr, sehr einfach ist, wenn wir wissen, Märkte steigen langfristig, dann kann man hier Strategien nutzen, die einfach immer darauf setzen, dass Märkte nach oben laufen. Wenn wir im Tageschart agieren, dann wird immer noch ein großer Teil der Trader, egal ob sie jetzt 1 Jahr oder 5 Jahre dabei sind, hier erschaffen, Break-Even oder im Gewinn zu traden. Im Daytrading wird das Ganze viel, viel schwieriger. Und ich möchte auch kurz erklären, warum das so ist.
Ihr müsst halt viel mehr Entscheidungen in kurzer Zeit treffen und eure Emotionen fahren sehr schnell mit euch Achterbahn. Das heißt, es ist gar nicht mal, dass es fachlich unbedingt so die Riesenunterschiede sind. Die gibt es auch, klar. Man muss im Daytrading anders agieren als im Tages- oder im Stundenchart. Nichtsdestotrotz muss man hier viele, viele Dinge komplett anders machen. Das heißt, je größer die Zeiteinheit, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass ihr erst einmal Winning Player seid an den Märkten und dann Stück für Stück weiter auf kleine Zeiteinheiten gehen. Und ja, jetzt werden die einen oder anderen sagen, du hast aber doch auf ganz kleinen Zeiteinheiten angefangen und hast es genau umgekehrt gemacht. Ja, habe ich. Und trotzdem habe ich 2 Jahre gebraucht, um erfolgreich zu sein. Und das, obwohl ich jeden Tag viele, viele Stunden, und damit meine ich jetzt nicht 10 Stunden in der Woche, sondern wirklich 10 Stunden am Tag mich ausschließlich damit beschäftigt habe. Und heute hat man natürlich den Vorteil und auch ihr, dass ihr natürlich viel auf Erfahrungen von anderen erfolgreichen Händlern zurückgreifen könnt, in Form von Büchern, in Form von Webinaren oder auch hier mit kleines Konto groß traden. Das heißt also, man hat heute als Händler, gerade der anfängt als Trader, eine viel bessere Vorbereitungsmöglichkeit, als das noch vor 20 oder 25 Jahren der Fall war. Die Kosten sind heute viel, viel günstiger, als sie damals waren. Als ich angefangen habe, war die Mindestgebühr für einen Trade 50 Mark gewesen. Was heute kennt man das zum Teil auch noch, wenn man es über die Sparkasse macht oder über die Deutsche Bank, wenn man Trades aufsetzt. Telefonkosten waren um ein Vielfaches höher. Wir haben in der Spitze 1000 Mark und mehr an Telefonkosten gehabt im Trading. Also das heißt, diese Dinge gibt es heute alles gar nicht mehr. Das heißt, das Anfangen für einen Trader ist heute viel, viel einfacher, viel, viel günstiger, als es noch vor 15 oder 20 Jahren der Fall war. Kurz zusammengefasst, der Unterschied zwischen einem privaten Trader und einem, also auch mit einem kleinen Konto oder einem großen Konto, ist gar nicht so groß, wie man manchmal denkt. Es ist auch nicht so, dass der institutionelle Handel, also die, die das hauptberuflich jeden Tag machen, so viel Vorsprung vor den Privaten haben. Natürlich kann man nämlich heute auch als Privater alle Daten in Realtime bekommen. Das heißt, Nachrichten über die Nachrichtensender wie VWD zum Beispiel werden in Realtime sowohl an den professionellen Handel als auch an den Privaten zur gleichen Zeit rausgegeben. Trotzdem muss man natürlich wissen, wann mache ich was. Und all diese Dinge werden wir natürlich dann auch am Ende des Tages besprechen in unserer 10-teiligen Webinarreihe Ein kleines Konto groß traden, die dann am 7. Oktober auch startet. Was machen wir alles, um einfach auch mal hier kurz den Inhalt zu skizzieren? Also zum einen geht es darum, wie schafft man es überhaupt als Privater, ein kleines Konto groß zu traden? Was muss man eben hier tagtäglich machen oder jede Woche, damit man weiß, okay, das funktioniert? Wir werden zum Beispiel hier im Rahmen der Live-Webinar-Reihe nicht nur die Theorie vermitteln, sondern vor allen Dingen einen extrem hohen Praxisanteil führen. Screening-Prozess, Auswahl von Aktien, die besonders spannend sind, von Woche zu Woche. Darüber hinaus dann entsprechend Trades auch umsetzen, diese Trades besprechen, die dann entsprechend auch im Live-Konto gehandelt werden und auch natürlich Woche für Woche dann auch gezeigt werden. Dann ein ganz, ganz wichtiger Punkt, und dazu haben wir heute schon wieder ganz, ganz viele Mails auch im Vorfeld bekommen. Wie sieht es aus mit Broker und Charts? Broker ist für mich relativ einfach. Viele von euch kennen mich ja auch schon länger. Ich bin seit über 10, 15 Jahren nicht gesprungen zwischen den Brokern. Am Anfang natürlich 2-3 Mal damals von meiner Hausbank zu einem Online-Broker, dann zu jemandem, der sich darauf spezialisiert hat auf dem deutschen Markt. Bin aber jetzt in den letzten Jahren eigentlich immer treu geblieben. Deswegen auch warum, also zum Beispiel FX Flat und CapTrader sind die Broker, mit denen ich seit vielen, vielen Jahren zusammenarbeite im Bereich der Webinare, aber eben auch im Handel. Und warum? Weil am Ende ist es halt wichtig, dass ihr einen Broker habt, auf den ihr euch verlassen könnt. Und das ist für mich immer ganz, ganz wichtig. Den Nelson kenne ich schon seit vielen, vielen Jahren eben. Wir haben uns damals, wie gesagt, bei einem Trader-Stammtisch kennengelernt. Wir haben einen super Kontakt miteinander. Wenn irgendwelche Dinge sind, dann kann ich auch mal eben schnell nach Ratingen fahren und wir können diese Dinge auch vor Ort klären. Die haben einen super Support, also auf all diese Dinge und noch viel mehr, worauf ihr achten müsst, Einlagensicherung, solche Dinge besprechen wir. Charting, welche Chartprogramme braucht man? Muss man kostenpflichtige haben? Nein, braucht man nicht. Ich zeige euch, wie ihr das Ganze auch kostenfrei machen könnt.
Eines der Themen, glaube ich, über das am meisten schon geschrieben wurde und trotzdem machen hier viele, viele Trader viele Fehler, das ist das typische Risk- und Money-Management. Ich sage auch immer, das ist das Fundament des Tradings und es ist kriegsentscheidend, ob man das richtig macht oder nicht. Weil wer das nicht richtig macht, wird irgendwann feststellen, dass er die Hälfte seines Geldes verloren hat und das sollte nicht passieren. Wer die Hälfte seines Geldes irgendwann mal im Trading verliert, muss 100% wieder Gewinn machen, um wieder an den Ausgangspunkt zurückzukommen. Das hört sich nicht so dramatisch an, ist es aber. Deswegen von Anfang an sollte hier die Weichen richtig gestellt werden, damit auch das Ergebnis klar ist, wo es hingehen soll, nämlich das kleine Konto groß zu traden. Ein Großteil der Zeit werden wir darauf verwerten, die Großwetterlage zu erkennen, also wann soll man überhaupt in einen Markt hineingehen, wann soll man es nicht machen, in welche Aktien, Devisenpaare sollte man hineingehen, in welche nicht. Also erkennen, ob draußen ein gutes Marktumfeld ist, so wie in den letzten Tagen zum Beispiel, wo die Aktienmärkte dann relativ stark gestiegen sind, oder ob wir Marktphasen haben, wo man eben nicht so gut handeln kann, nämlich Seitwärtsmärkte, oder auf der anderen Seite, wenn wir Abwärtstrends haben und wir wissen ja nicht, was erwartet uns in den nächsten Wochen bis Weihnachten, solange läuft ja kleines Konto Großtraden, jedes Jahr mindestens. Wollen wir Long handeln, wollen wir Short handeln oder müssen wir vielleicht sogar eine marktneutrale Strategie anwenden? Dann Trend- und Bewegungshandel. Ich habe es vorhin schon kurz angesprochen und zwar nicht nur mit so einem einfachen Setup, wie jetzt gerade hier angesprochen, sondern vor allen Dingen, wie handelt man aus der Korrektur heraus oder macht es vielleicht sogar Sinn, auch mal Jahreshochs zu handeln? Handel mit Unschärfe und Umkehrstäben. Das heißt, wie kann ich mich beispielsweise in einen Markt hinein einkaufen, wenn der Markt in eine Korrektur hineingeht? Was hat das eigentlich mit diesen Umkehrstäben oder auch die Kombination aus verschiedenen Tagesperioden zu tun? Wir schauen da ganz genau hin, weil das ist ganz, ganz wichtig, denn Umkehrstäbe sind grundsätzlich zwar eine tolle Sache, aber, und der Teufel steckt hier im Detail, wenn ihr jeden Umkehrstab handelt, werdet ihr feststellen, dass ihr nicht zu einem positiven Ergebnis kommt. Und worauf ihr achten müsst, das sind alles Dinge, über die wir sprechen werden. Dann, wie sieht so ein Handelstag aus? Wie sollte der vor allen Dingen auch als Privater aussehen? Wie screent man richtig? Das heißt, wie geht man in diesen Auswahlprozess? Welche Aktien braucht man im Handel? Das heißt, welche Indizes sind wichtig, welche Branchen sind daraus die stärksten und dann welche Aktien. Wie man das macht und wie ihr das vor allen Dingen ganz einfach umsetzen könnt, ohne großen Zeitaufwand, das schauen wir uns dann hier genau an. Handel aus der Korrektur, wie gesagt, auch eine Möglichkeit des Tradings. Auch das ist hier ganz, ganz wichtig. Und natürlich der Bereich Psychologie. Vorhin haben wir auch schon, hat auch schon jemand geschrieben gehabt. Also Psychologie ist eben ein ganz, ganz wichtiges Thema im Handel. Man sagt, weit, weit mehr als 50% des Anlageerfolges ist nachher Angst und Gier. Also diese Psychologie, den eigenen Verstand im Griff zu halten. Man mag das kaum glauben, aber beim Trading, und das hat vielleicht der eine oder andere auch schon festgestellt von euch, lernt man sich wirklich sehr, sehr gut kennen. Dinge, die ohne Position, ohne dass man im Markt drinne ist, erscheinen total simpel. Sobald man drinne ist, selbst wenn man weiß, ich habe ein Risiko von 20, 50 Euro, man reagiert komplett anders, wenn man im Markt ist, als wenn man das Ganze in Demo tradet. Trotzdem ist Demo ein ganz, ganz wichtiger Faktor im Handel, weil es geht erstmal darum, die Software kennenzulernen, ein Gefühl für den Markt zu bekommen und erst in einem zweiten Schritt dann das Ganze natürlich dann auch umzusetzen. Und wir werden uns dann noch einmal sehr intensiv mit dem Thema Screening auseinandersetzen. Vor allen Dingen, wie kommt man in die entsprechenden Positionen hinein? Wie baut man einen entsprechenden Handelsplan auf? Welche 2, 3 Punkte müssen in jeden Handelsplan hinein? Und vor allen Dingen, und das ist eines der entscheidenden Punkte, so wie das Fundament des Tradings, das Risk und Money Management, ist natürlich hinterher die Trade-Auswahl und die Trade-Besprechung, das sogenannte Trading Journal. Das heißt, hier schaut man im Nachgang, wenn man aus dem Trade heraus ist, sich nochmal die Trades genau an, weil daraus kann man Fehler erkennen, die im Handel passieren.
Gefühlt ist es ja so, man hat einen Trade im Plus abgeschlossen und glaubt, das war ein guter Trade, und wenn man im Minus war, war es ein schlechter Trade. Das ist eben nicht so, weil ein Trade, mit dem man Gewinne macht, kann trotzdem ein schlechter Trade gewesen sein oder umgekehrt sehr häufig. Man verliert einen Trade oder man verliert Geld und trotzdem kann man technisch gesehen alles richtig gemacht haben. Das heißt, hier muss man genau hinschauen, und hier ist auch mal ein Beispiel dafür. So sah es zum Beispiel bei kleinen Konten aus. Das heißt, wir führen hier alle Trades auf, nicht nur hier in Excel, sondern wir zeigen das natürlich auch entsprechend dann immer in unserem Live-Konto, wie sich das Ganze dann entsprechend entwickelt. Kurzum, in der Reihe Kleines Konto Großtrade, mit der wir am 7. Oktober dann in die Tiefe gehen. Die geplant sind die Webinare im Regelfall für dienstags 18 bis 19 Uhr, können auch länger dauern, je nachdem, was an Fragen da ist oder wie lange wir auch für den Screening-Prozess brauchen. Die Informationen dazu zu Kleine Konten Großtraden findet ihr unter meiner Website www.lüdemann-coaching.de, und das ist jetzt wichtig, hinten dran /kkgt für Kleines Konto groß traden. Das heißt, nochmal kurz zusammengefasst, was machen wir in dieser 10-teiligen Webinarreihe? Es geht darum, euch zu zeigen, wie kann man, wenn man ein kleines Konto hat, dieses relativ einfach umsetzen, vor allen Dingen mit einem kleinen zeitlichen Budget von vielleicht, sagen wir mal, 90 Minuten bis 2 Stunden pro Woche. Die solltet ihr allerdings einkalkulieren neben dem Webinar, denn es geht eben auch darum, natürlich auch zu lernen in dieser Zeit. Wie gesagt, Starttermin wird sein der 7. Oktober 2019. Da starten wir dann mit der 10-teiligen Reihe. Darüber hinaus, wie gesagt, wichtiger Punkt, haben wir auch bei den letzten Malen immer gehabt, ein Live-Konto, was wir auch entsprechend kapitalisieren, genau wie beim letzten Mal mit 5.000 Euro. Das heißt, da werden alle Grunddinge gleich bleiben. Wir besprechen alle Trades, die wir eingegangen sind, wieso, weshalb, warum sind wir in den Trade gegangen und wieso haben wir den so verwaltet. Das heißt, die Verwaltung wird auch hier immer nach dem gleichen Muster gehen und natürlich am Ende des Tages Fachwissen zu all diesen Themen. Am Ende bleibt natürlich nur noch, und ich sehe gerade schon auf die Uhr, 19 Uhr, Nelson, der weiß nicht, wie lange der Zeit hat, aber wollen hier auch zum Ende kommen. Was kostet diese 10-teilige Webinar-Reihe? Sie ist im Prinzip ähnlich, wie wir das bei den letzten Malen auch schon gemacht haben. Wir möchten natürlich auch hier möglichst einen Preis haben, der dem kleinen Konto angebracht ist. 490 Euro kostet kleine Konten groß traden. Wenn ihr damit dabei sein möchtet, dann, wie gesagt, geht einfach auf unsere Website kleines Konto groß traden, lüdemann-coaching.de/kkgt. Dann kommt ihr hier auf diese Seite und dort findet ihr alle wichtigen Informationen dazu. Ich werde die jetzt nicht alle vorlesen, weil wir jetzt auch schon 19 Uhr haben, aber wann beginnt das Ganze? Wie viele Webinare wird es hier mindestens geben? Alles, was wichtig ist, hier steht hier Stück für Stück dann nochmal drin. Auch wie sind die vergangenen Webinarreihen zu diesem Thema gelaufen, werdet ihr hier finden. Hier findet ihr 2015, haben wir das erste Mal gemacht. Auch es waren 10 oder 11 Webinare, ging dann über 4,5 Monate. Warum? Weil es über Weihnachten ging und ich im Januar immer im Urlaub bin. Deswegen hat sich da ein bisschen mehr hingezogen. Da haben wir 15% Rendite erzielt. Im gleichen Zeitraum ist der DAX um 5% gefallen. Wie gesagt, wir machen nicht mehr als im Schnitt ein Trade pro Woche. Das heißt, wir reden hier unterm Strich nachher von 10, 15 Trades in dieser Zeit maximal. 2017 ist es ähnlich gelaufen. Es war ein bisschen ein kürzerer Zeitraum. Aber ansonsten ist es hier ähnlich gelaufen. Also all diese Dinge, hier findet ihr auch ein paar Trade-Beispiele von den Trades, die wir hier gemacht haben, damit ihr auch das natürlich entsprechend wiederfindet. Jedes Webinar, was wir machen, wird live gehalten. Jedes Webinar wird aufgezeichnet und euch im Regelfall am nächsten Tag inklusive aller Folien auch zur Verfügung gestellt, so dass ihr von da aus auch immer genau wisst, was ist da vorgelaufen. Also wie gesagt, hier findet ihr einfach auch Trades, die wir in der Vergangenheit mit kleine Konten Großtraden gemacht haben. Mehr möchte ich dazu gar nicht in der Tiefe sagen. Also wenn ihr mit dabei sein möchtet, ich kann euch nur sagen, es ist eine super spannende Geschichte, sonst würden wir es nicht das dritte Mal schon machen. Und für alle die, und das haben wir im Vorfeld dann auch schon gesagt, möchten wir es ähnlich machen wie sonst auch. Das haben wir auch schon im Vorfeld dann auch besprochen. Wir möchten euch
auch hier für die ersten 5 Bestellungen, die heute bei uns eingehen, die DVD Kleines Konto Großtraden vom ersten Mal als Geschenk zuschicken. Im Wert von 480 Euro bekommt ihr die mit dazu. Also die ersten 5 Bestellungen, die jetzt gleich bei uns eingehen, bekommen zusätzlich noch kostenfrei Kleines Konto Großtraden dazu. Und noch etwas, wir haben beim letzten Mal schon gesagt, für die, die sich anmelden bei uns, verlosen wir Plätze für das 4. Webinar. Und zwar machen wir das live hier bei uns. Wir treffen uns hier in unserem Handelsbüro. Ihr habt hier die Möglichkeit, in unserem Handelsbüro live mit dabei zu sein bei der Aktienauswahl für die ersten Aktien, die wir hier suchen. Ihr kriegt Einblick, wie sieht es bei uns aus, was machen die Mitarbeiter bei uns, wie sieht so ein Tag aus, wie sieht der Screening-Prozess aus. Für alle Anmeldungen, die bei uns reinkommen, werden wir 5 Plätze zusätzlich noch verlosen für euch, für die Leute, die sich anmelden. Die, die sich letzte Woche schon angemeldet haben und heute nicht mit dabei gewesen sind bei der Verlosung, die kommen alle nochmal mit in den Pott hinein. Das heißt, alle, die sich jetzt anmelden, sind dann auch da nochmal dabei. Wir werden nochmal 5 Plätze bei uns im Handelsbüro verlosen. Wenn ihr mit dabei sein möchtet, wie gesagt, machen die Verlosung und ihr bekommt nächste Woche Bescheid. Wer in den nächsten 7 Tagen sich anmeldet, bekommt Bescheid von uns und kann dann einen Tag bei uns im Handelsbüro mit dabei sein. Wir treffen uns mittags zum Mittagessen und gehen anschließend dann zu uns ins Handelsbüro und ihr lebt den ganzen Nachmittag hier bei uns mit und dann eben auch, wenn ihr möchtet, auch noch abends den 4. Teil dieser Vorbereitungswebinare, so wie heute, nur wieder mit einem anderen Thema. Welche Broker nutze ich? Das habe ich vorhin schon gesagt. Das ist FX Flat und CapTrader. Ich habe damals mein erstes Konto damals bei Interactive Brokers gehabt. Das ist das, was wir haben. Zusätzlich, wenn ihr über einen der beiden folgenden Links von FX Flat oder von CapTrader euer Konto eröffnet, falls ihr noch keins habt, bekommt ihr zusätzlich von uns noch einen 150-Euro Gutschein für ein Live-Seminar bei uns. Also nicht hier für dieses Webinar, sondern im Nachgang entsprechend dann auch für ein Seminar, wenn ihr sagt, ihr möchtet mal an einem Seminar bei uns teilnehmen, das bekommt ihr zusätzlich auch noch. Das heißt, wenn ihr mit dabei sein möchtet, meldet euch an, ihr werdet es nicht bereuen, es wird eine geile Zeit, wenn wir werden 3 tolle Monate miteinander verbringen. Und wenn ihr bei dem nächsten Webinar wieder mit dabei sein möchtet, das ist kommende Woche am 18. Da geht es dann darum, welche Setups nutzen wir hier am häufigsten im Bereich von kleinen Konten, werden da auch entsprechende Praxisbeispiele zeigen und auch, wie gehe ich im News Trading mit dem Ganzen um. Und wie gesagt, für alle die sich jetzt mit entschließen und mit dabei sind, werden wir am 25.09. bei uns im Handelsbüro uns zusammen treffen, werden hier dann mit euch gemeinsam besprechen, welche Titel wollen wir reinnehmen, wenn wir dann am 7. Oktober dann starten. Also was ist dann hier die Vorbereitung? Ihr kriegt einen Einblick in den Handel bei uns. Also wie sieht das Ganze bei uns aus? Wenn ihr mit dabei sein möchtet, wie gesagt, dann meldet euch einfach über meine Webseite an. Cool. Jetzt schaue ich noch mal ganz kurz, was noch an Fragen reingekommen ist. 5 Minuten und dann sind wir, glaube ich, durch für heute. Wenn ihr noch Fragen dazu habt, wie gesagt, schreibt sie einfach kurz in den Chat. Hallo Mario, kann man CFDs auch mit Orderflow oder Volumentrading handeln? Ja, kann man grundsätzlich schon. Jörg, muss man nur eben wissen, wie es funktioniert. Helmut schreibt, Psyche im Trading halte ich auf jeden Fall für sehr wichtig, kann ich auch nur unterschreiben, weil wie gesagt, mehr als 50% Anteil ist tatsächlich die Psychologie im Trading. Dann gehst du direkt in den Markt oder legst du Limit-Orders an? Also auch da werden wir drauf zu sprechen kommen, wann es sich eventuell lohnt, mal direkt in den Markt zu gehen. Aber tatsächlich die meisten meiner Orders sind entsprechende Limit-Orders. So, was haben wir noch? Wie erkennen Sie den Trend am besten am Beginn? Genau das wird Thema sein, Jutta. Wir werden uns hier natürlich genau anschauen, wie kommt man möglichst aus der Korrektur, möglichst früh in einen Trade hinein. Das ist auf jeden Fall auch Teil dieser Webinar-Reihe. Wann und wo zieht man Stops nach? Genau, Stop-Management werden wir besprechen. Grundsätzlich lässt sich aber hier sagen, Nico, als Markttechniker im Regelfall, wenn ich den Trend handle, immer unter den Tiefs. Dann haben wir noch eine Frage, wie erkennt man Trends erst im Monats- und dann im Tageschart, fragt Günther. Kann man machen, den Monatschart habe ich jetzt hier als Beispiel auch genommen. Im Regelfall nutze ich aber den Tageschart, weil wenn ich
mir den Tageschart über ein Jahr oder länger anschaue, ist es nichts anderes, als wenn ich mir Monatscharts anschaue. So, Frage, wenn ich das buche, brauche ich danach beim eigenen Handel kostenpflichtige Hilfsmittel? Nee, braucht man normalerweise nicht, weil man lernt bei kleinen Konten groß traden, das können auch alle die auch bestätigen, die auch da gewesen sind. Man lernt, wie kommt man in Trades rein, also welche Setups verwende ich, wie selektiere ich das. Die, die zum Beispiel unseren Screening-Dienst nutzen, die machen das halt deswegen, weil sie diesen Zeitaufwand eben nicht nur haben möchten, sondern einfach sagen, sie lagern es einfach aus und lassen uns die Screening-Arbeit machen. Und dann spart man halt Zeit dabei. Man kann den Screening-Dienst ja auch für 1 Euro testen, 4 Wochen, wenn man das möchte, und kann dann selbst entscheiden, ob der einen Mehrwert für einen bringt oder nicht. Aber grundsätzlich braucht man das nicht, Wolfgang. Svetlana fragt, können Sie bitte einen Broker für Aktienhandel empfehlen? Ich bin bei der DiBa, die sind schon ganz schön teuer. Wie gesagt, habe ich vorhin schon was zu gesagt. Also ich habe allerbeste Erfahrung mit FX Flat und CapTrader, gerade wenn die Konten klein sind, macht das einfach Sinn. Stefan fragt, ist ein bisschen später dazugekommen, gibt es eine Aufnahme des heutigen Webinars? Ich würde mal sagen, ja, Nelson, ne? Stellt ihr wahrscheinlich morgen wieder zur Verfügung. Ja, sehr gerne. Genau. Und dann ist, glaube ich, was haben wir noch? Das heißt, ich muss im Seminar 5.000 Euro live handeln oder kann ich das auch in Demo? Nee, also live handeln muss hier überhaupt gar keiner, sondern es geht ja darum, dass ihr lernt. Und lernen kann man genauso gut im Demo-Modus. Am Ende des Tages ist es sogar für die meisten viel, viel besser, im Demo-Modus erstmal anzufangen, bis man sicher ist in dem, was man tut. Und dann im nächsten Schritt kann man dann anfangen, mit kleinen Risiken zu arbeiten, 5 Euro, 10 Euro, 20 Euro und dann im nächsten Schritt dann entsprechend größer. Wir werden natürlich ganz normal hier agieren auf einem Live-Konto, weil sonst macht das Ganze ja wenig Sinn, damit ihr auch seht, wie sich das anfühlt. Und ich werde natürlich auch sagen, wie die Emotionen dann dabei sind. Werden die Webinare zu kleine Konten, also zu den 10 Teilen, immer aufgezeichnet? Ja, werdet ihr immer bekommen am nächsten Tag, inklusive aller Informationen, die da dran sind, inklusive der Präsentation, all das wird euch zur Verfügung gestellt. Helmut sagt, danke für das gute Webinar. Ich werde, wenn möglich, noch öfters teilnehmen. Wunderbar, freue ich mich, Helmut. Markus schreibt, sind die Regeln für das Einzeichnen der Trends eindeutig oder kommen hier verschiedene Trader zu unterschiedlichen Ergebnissen? Jo, Markus, unterschiedliche Trader kommen zu unterschiedlichen Ergebnissen. Es sei denn, sie würden immer nach dem gleichen Muster das machen, wie ich das mache, so wie ich das zum Beispiel auch in meinen Seminaren erkläre. Dann wird es im Regelfall eher ähnlich sein, da aber jeder Trader gefühlt, wenn er jetzt nicht bei mir war und die Sachen kopiert, dann wird es jeder aus seinem Gefühl heraus machen. Wie lange sind die Aufzeichnungen zu sehen? Also wir haben die im Regelfall sehr, sehr lange online stehen, also zumindest während der Dauer und ich glaube auch mindestens noch einige Wochen und Monate darüber hinaus. Sonja fragt, was ist überhaupt ein Setup? Ein Setup ist, muss ich mich auch mal aufpassen, wenn ich so mit meinen Begrifflichkeiten um mich werfe. Das passiert häufig, wenn man 20 Jahre dabei ist. Kennst du vielleicht auch, Sonja, aus deinem Bereich. Im Prinzip ein Setup ist eine Handelsidee, beispielsweise das Handeln aus einer Korrektur heraus. Wie ich das mache, das wäre ein Setup oder das, was ich heute vorgestellt habe. Beispielsweise Trend, Handel, man steigt über einem Hoch ein, setzt den Stop unter das Tief. Das nennt man Setup. Georg fragt, wird die TWS erklärt? Nee, eigentlich nicht, Georg, weil die Zeit dafür häufig zu schade ist. Ich sage auch warum, weil nicht alle haben die TWS als Plattform. Und da gibt es ganz, ganz viele Videos zu den verschiedenen Plattformen, sowohl zur TWS, wie aber auch für MetaTrader und. Schaut euch am besten die Videos an, die gibt es kostenfrei, da gibt es wirklich ganz, ganz viele tolle Dinge. Wer darüber hinaus Infos braucht oder auch mal ein Coaching zur TWS, kann man machen, aber grundsätzlich hier nicht im Rahmen dieser 10 Stunden oder 10 Webinare, weil dafür ist die Zeit einfach nicht da, weil es einfach nicht für jeden einen Mehrwert bietet. So, die Frage von Nico hatten wir schon. Was haben wir noch? Letzte Frage, bekommt man denn von CapTrader auch für den gesamten Zeitraum ein kostenloses Demo? Müsst ihr
Fragen kann ich nicht beantworten, weil, wie gesagt, ich selber handel mit FXFlat, mit CapTrader, aber wie lange diese Demokonten zur Verfügung stehen, kann ich nicht sagen. Einfache Mail reicht oder fragt nächste Woche nochmal nach. Gut, und Oliver schreibt zum Ende, und das greife ich dann nochmal gerne auf. Hallo Mario, klasse wie immer, bin dabei. Grüße vom Weißwurst-Äquator. Jawohl, vielen Dank, Oliver. Ja, bedanke mich auch bei euch. Mir hat es wirklich viel, viel Spaß gemacht. Ich freue mich immer riesig auf Webinare. Das hier ist ja im Prinzip ein Webinar, wo ich euch ein bisschen Einblick in das vermitteln möchte, was wir in diesen 3 Monaten machen. Ist also kein reines fachliches, wie wir das sonst immer haben beim Wochenausblick oder beim Monatsausblick oder wenn wir sonstige Dinge machen, sondern es geht ja darum vorzustellen, was machen wir in den 10 Wochen, und es macht mir extrem viel Spaß und ich freue mich auch auf die kommenden 3 Monate. Viele von euch, wie gesagt, sind ja auch nächste Woche bei uns bei Börse Unlimited in Frankfurt mit dabei oder auch bei der World of Trading in Frankfurt. Und ich freue mich natürlich über jeden, der auch in den kommenden Wochen hier bei Kleine Konten mit dabei ist. Wie gesagt, denkt daran, die ersten 5 bekommen zusätzlich nochmal eine DVD. Und wer sich in den nächsten 7 Tagen anmeldet, ist bei der Verlosung auch mit dabei, einen Tag bei uns im Handelsbüro. So, Nelson, das war's. 15 Minuten überzogen. Beim nächsten Mal mache ich 15 Minuten kürzer. Passt es wieder. Wünsche euch einen schönen Abend und vielen Dank, Nelson. Überhaupt kein Problem. Also die Zeit nehmen wir uns, soll auch jeder seine Frage beantwortet bekommen. Ich bedanke mich bei dir für das Webinar heute. Wird wieder eine spannende Veranstaltung und wir haben nächste Woche, hast du ja schon gesagt, nochmal einen Termin hier bei uns, wieder Mittwoch, 18 Uhr. Und die Aufzeichnung hat ja soweit so funktioniert. Also gehe ich mal davon aus, dass die morgen höchstwahrscheinlich dann auch online ist bei uns auf dem YouTube-Kanal FXFlat und wahrscheinlich dann auch bei CapTrader. Und Mario bekommt natürlich auch den Link, den er dann gerne auch verteilen kann. Ansonsten bis dahin wünsche ich Ihnen einen schönen Abend und noch eine erfolgreiche Woche. Würde mich freuen, wenn Sie auch wieder so zahlreich wie heute nächste Woche dabei sind. Und ja, passen Sie auf Ihre Positionen auf und bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen. Tschüss.